Ork-Nachwuchs-Thrall wird als Sklave von Menschen aufgezogen. Eines Tages gelingt ihm die Flucht vor seinen Peinigern. Er schwört Rache. Die Schlacht um Azeroth geht weiter, komplett in 3D. Blizzard setzt mit Warcraft 3 auf eine Grafik, die hinsichtlich optischer Brillanz die meisten Strategiespiele auf dem Markt übertrumpft. Umdenken müssen Fans der beiden ersten Warcraft-Teile. Stand der Kampfanteil bisher eher im Hintergrund, so werden sie jetzt häufiger zu Schwert oder Kriegsbeil greifen müssen. Statt Dutzende von Kriegern und Magiern eigenhändig zu erschaffen, engagieren sie Helden, denen sie verschiedene Einheiten zuweisen können. Neben den altbekannten Orks und den Menschen gibt es 4 weitere Rassen, darunter die mit den Menschen verbündeten Elfen sowie die trickreichen Zwerge. Im Gegensatz zu den Vorgängern verbringen sie jetzt den geringsten Teil der Zeit in ihrem Dorf, denn der Ausbau ihrer Gebäude geht ganz einfach vonstatten. Wir haben eine lange, fortlaufende Handlung, ähnlich wie bei StarCraft. In Warcraft 2 konnte man entweder auf Seiten der Orks oder der Menschen spielen. In StarCraft spielte man verschiedene Rassen, je nach Spielgeschehen. So wird es jetzt auch bei Warcraft werden. Eines unserer Ziele ist, die Rassen unverwechselbarer oder besser ausgedrückt spezialisierter zu machen. In erster Linie für Multiplayer-Spiele ist das eine bedeutende Neuerung. Immer wenn die Fortsetzung eines Spiels herauskommt, gibt es natürlich schon eine gewisse Anzahl von Fans. Die finden sich sehr leicht im Spiel zurecht. Doch auch für völlige Neueinsteiger stellt Warcraft 3 kein Problem dar. Wir haben zahlreiche Zwischensequenzen eingebaut, die den Spielern die Handlung nahebringen. Man muss also kein Freak sein, um erst jetzt einzusteigen. Den kompletten Trailer gibt es übrigens auf der DVD-Version von Inside TV oder auf dieser CD-ROM.